Wir haben heute einen tollen und für unser Thema ein sehr wertvoller Gast bei uns hier im Interview. Der Neurobiologe und Hirnforscher Dr. Gerald Hüther ist bei uns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, alle, die uns hier zuschauen. Und was ich als Neurobiologe wirklich zu diesem Thema beitragen kann, das müssen wir erst noch sehen. Aber ich finde es ein wichtiges Thema und deshalb denke ich, ist es auch gut, dass ich mit dabei sein kann. Ja, genau, wir schauen mal. Ich glaube, dass wir auf interessante Wege kommen können in dem Interview. Sie haben schon viel gemacht. Sie schreiben Bücher, halten Vorträge, sind oft in Rundfunk und TV unterwegs und haben sogar Politiker und Unternehmer beraten. Außerdem liegt Ihnen auch sehr am Herzen, dass unsere Kinder und die neuen Generationen in Würde aufwachsen. Wir haben auch ein Buch geschrieben mit dem Thema Würde. Und dazu kommen wir gleich noch zu dem Thema. Jetzt wollte ich erst mal fragen, Sie haben ja ein Buch geschrieben, Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn. Und da geht es ja unter anderem darum, dass das Gehirn formbar ist. Das von Und Männern ebenso wie das von Frauen, ja. Das genau. ist so vielleicht die wichtigste Entdeckung der Neurobiologie, so seit den 90er Jahren im vorigen Jahrhundert. Bis dahin haben wir ja irgendwie alle ein bisschen geglaubt, dass das Gehirn von genetischen Programmen zusammengebaut wird. Und wenn es dann so einmal verdrahtet ist, dann kann sich da auch nicht mehr so viel umbauen. Und das war wohl offenbar ein großer Irrtum. Und die frohe Botschaft heute heißt, ja, das kann sich bis ins hohe Alter, kann sich das Gehirn immer wieder umbauen und das sind dann auch immer wieder neue Vernetzungen, die aufgebaut werden können. Die alten Vernetzungen werden dann meist überlagert von dem neuen und deshalb ist jeder Mensch bis ins hohe Alter in der Lage, sich auch noch mal sehr grundlegend zu ändern. Ja, dass das meistens nicht Spannend. passiert, hat andere Gründe. Das liegt nicht am Hirn. Okay. Ja, also ich habe jahrelang Pornos konsumiert, wie selbstverständlich. Und als ich dann versucht habe aufzuhören, ging das nicht so einfach. Und da dachte ich wirklich, ich bin schwach. Was passiert denn da genau im Gehirn? Also wie funktioniert das, dass diese Verknüpfungen so stark sind, dass mich das immer wieder dahin zurückgeführt hat? Wir müssen das nicht an den Pornos festmachen, weil das ist die grundsätzliche Arbeitsweise des Hirns. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Also jetzt so weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber das leuchtet ja jedem ein, dass alles, was lebendig ist, versuchen muss, seine Beziehungen so zu organisieren, dass am Ende ein Zustand rauskommt, wo es intakt ist, wo es arbeiten kann, wo es die Strukturen aufbauen kann und das mit möglichst wenig Energie, nicht mit möglichst viel Energie. Und wenn das System zu viel Energie verbraucht, mehr dann, als zur Verfügung steht, dann sieht man das, was im Augenblick in unserer gegenwärtigen Welt passiert. So, und unser Hirn kann sich jetzt nicht beliebig viel Energie irgendwo hersaugen. Die Halsschlagader ist begrenzt und das, was da oben ankommt, auch. Und deshalb muss es mit dem zurechtkommen, was es da so hat. Und deshalb versuchen, das ist so ein Prinzip der Arbeitsweise, deshalb versucht das Gehirn ständig die Beziehungen zwischen den Nervenzellen so zu organisieren, dass ein Zustand rauskommt, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und das ist der Zustand, wo alles richtig gut zusammenpasst. Kohärenz heißt das. Ja, toller Zustand. Großes Glücksgefühl, weil plötzlich vorher war noch alles inkohärent, hat einen Haufen Energie verbraucht, dann hat man sich irgendwie was einfallen lassen, eine Lösung gefunden für das Problem. Und dann passt es auf einmal, da wird auch eine Menge Energie frei, weil man freut sich dann auch so und man merkt, wow, toll. Und dabei kommt es zur Aktivierung von Nervenzellen, die so in der Mitte des Gehirns sitzen. Die Hirnforscher nennen das Belohnungszentrum und die schütten dann bestimmte Botenstoffe aus, die so im Routinebetrieb nicht rauskommen. Da gehören die Katecholamine dazu und die endogenen Opiate und deshalb, und die aktivieren dann wieder andere Netzwerke und deshalb hat man dann so einen fast rauschartigen Zustand. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage und das passiert uns immer. Immer wenn wir irgendein einen Zustand haben, wo es nicht so ist, wie es sein sollte, wo noch nicht alles so richtig gut zusammenpasst, suchen wir nach einer Lösung und wenn wir eine Lösung finden,
wird dieses Belohnungszentrum aktiviert, diese Botenstoffe werden ausgeschüttet und die wirken gleichzeitig im Hirn auch noch wie Dünger. Das heißt, die Netzwerke, die man jetzt gerade eben benutzt hat, um diese Lösung in Gang zu setzen, die werden gedüngt. Mhm. Und das weiß man dann auch, dann wird man immer besser. Also Kinder, die Fahrrad fahren lernen oder schwimmen lernen oder wenn sie irgend noch mal was Neues lernen, das ist am Anfang kompliziert. Autofahren ist so ein schönes Beispiel. Ne? Mhm. Am Anfang furchtbar, das braucht einen Haufen Energie und dann fahren sie wie von alleine. Das hängt damit zusammen, dass diese Netzwerke da oben mit jedem erfolgreichen Handgriff, den sie da eingeübt haben, wird dann immer dieser Dünger ausgeschüttet und das wird automatisiert. Dann können sie auf einmal wunderbar Auto fahren, das kostet gar keine Energie mehr. Und mhm. so arbeitet das Hirn immer. Und nun gibt es einen Zustand, wo praktisch das Belohnungszentrum in einer Weise aktiviert wird, wie man sich das so im normalen Betrieb kaum vorstellen kann. Mhm. Und, ja, Sie ahnen es schon, das ist der Orgasmus. So, und deshalb erlebt man im Orgasmus einen Zustand, wo plötzlich in diesem Moment alles zusammenpasst. So. Also vorher hat man noch ein Bedürfnis gehabt und dann plötzlich ist das gestillt. Und das geht schnell mit. Und dann werden diese Botenstoffe im Hirn ausgeschüttet und die wirken dann so wie Dünger mhm. und bringen Nervenzellen dazu, dass die diese Verbindungen, die sie eben benutzt haben, um diesen Zustand zu erreichen, dass die immer besser ausgebaut werden. So, und wenn Sie das jetzt vor einem Porno machen, dann bleibt das sozusagen ja. als tiefe Gedächtnisspur im Hirn hängen. Und wenn Sie wieder mal ein Bedürfnis haben, fällt Ihnen dann nicht ein, wie Sie das günstiger stillen könnten, sondern dann fällt Ihnen der Porno wieder ein und dann schalten Sie da wieder den nächsten Porno ein. Und so kriegt man dann so eine Art Autobahn ins Hirn, die Porno-Autobahn. Da macht man sich ja anfangs noch gar nicht so viele Gedanken, aber irgendwann ist die so dick, dass es mit einer richtigen Frau gar nicht mehr geht. Weil da so Bilder im Hirn sich eingefressen haben, die man im normalen Geschlechtsverkehr dann gar nicht mehr hat. Weil man zum Teil dann zwar im normalen Geschlechtsverkehr verkehrt, aber eben dabei diese sonderbaren Bilder im Kopf hat. Und dann ist manchmal, bei manchen Leuten ist offenbar so, dass die lieber mit dem Porno Sex haben, als mit einer Frau. So, und dann sind sie in einer Sucht, weil dann können sie das Normale nicht mehr und können es nur noch mit diesem Hilfsmittel. Und dann brauchen sie das und das sind dann auch davon abhängig. Und das kann sehr weit gehen, ja, das wissen wir ja. Und ich glaube, dass das Internet sich wohl auch nur deshalb so stark ausgebreitet hat, weil eben es so einen großen Bedarf gab. Und ich möchte nicht wissen, wie viel User oder wie viel Userzeit damit benutzt wird, diese pornografischen Dinge anzuschauen. Ja, der Internet-Tracking ist genau. Ein Geschäft natürlich für diejenigen, die das ins Netz stellen. Ja, ist ein ganz großer Anteil. Also das Internet, ich glaube 80 oder ich glaube 60% täglich ist Pornokonsum vom insgesamt Internet-Traffic. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ja, ich hatte vor ein paar Jahren mal Gelegenheit, jemanden zu sprechen, der diese VR-Brillen entwickelt. Also für die Virtual Reality. Und die sind ja wirklich ziemlich großartig. Das ist ja fast wie echt, wenn man die aufhat. Da geht man durch ein Kaufhaus und kann einkaufen und dann, wenn man die Brille plötzlich absetzt, versteht man die Welt nicht mehr, weil man war wirklich drin. Immersion heißt das. Und dann habe ich den gefragt, wer bezahlt denn das? Das ist doch saumäßig teuer, solche Programme zu entwickeln. Und dann hat er gar nicht lange nachgedacht, sondern wie aus der Pistole geschossen gesagt, ja, 90% Pornoindustrie. Und da weiß man, Wahnsinn. Wo das Geld sitzt und da weiß man auch, wo die Treiber für diese Entwicklung sind. Und wo das hinführen soll. Ja, das ist denen ja egal. Das ist da, die machen ein Geschäft damit, denen ist das doch egal, ob junge Menschen dann noch ein erfülltes Sexualleben haben. Und ob die sich überhaupt noch reproduzieren, ist ihnen auch egal. Ja, warum ist das ein Tabuthema, Pornosucht? Wir sind doch so eine aufgeklärte Gesellschaft. Ja, ich glauben Sie, warum haben wir so Schwierigkeiten?
Ich habe ja auch einen Augenblick gezögert, als Sie mich gefragt haben. Man exponiert sich damit nicht gerne. Ja. Und nun habe ich jetzt nicht so ein unmittelbares Problem mit den Pornos, weil ich die eigentlich nicht mag. Aber in der Öffentlichkeit so dazu Stellung zu nehmen, ist auch nicht so unbedingt notwendig, habe ich gedacht. Und deshalb musste ich da ein bisschen überlegen, bevor ich Ihnen zugesagt habe, dass wir mal so ein Gespräch führen können, weil ich es einfach auch ein bisschen bezeichnend finde, dass sich dieses Thema nicht, dass sich dem Thema kaum einer widmet, dass da auch wenig, nennen wir das mal in Anführungsstrichen, Wissenschaftler und Experten dazu was sagen. Und dass das auch in der Gesellschaft so verschwiegen wird. Und vielleicht ist das auch gewollt, weil in dem Augenblick, wo das öffentlich würde, dass junge Menschen auf diese Weise ihre Freude an einem lebendigen, realen Live-Sexualleben verlieren, könnte es sein, dass das Geschäft vermiest wird. Also so richtig, also diejenigen, die damit viel Geld verdienen, haben definitiv kein Interesse, dass da Menschen anfangen, darüber nachzudenken, ob das nicht unter Umständen eine Lösung ist, die sie da immer wieder einsetzen, um eine Inkohärenz im Gehirn etwas kohärenter zu machen, die aber dann dazu führt, dass sie dann aus dieser Nummer nicht wieder rauskommen. Ja, ich habe auch mal gelesen, dass das als Kriegswaffe teilweise auch eingesetzt wurde in der Geschichte. Ein Land erstmal mit Pornografie überschwemmt wurde, damit die Männer kampfunfähiger gemacht werden. Das weiß ich nicht. Also da wird ja diesen Geheimdiensten sehr viel zugeschrieben. Ich glaube, das ist nicht, hattest du mal gelesen. Das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, glaube ich, schon, dass es vor allem für junge Menschen eben nicht so ganz einfach ist, diese ersten Sexualkontakte zu finden. Und das war schon zu meiner Zeit schwierig. Und dann kam HIV noch dazu, da wird es nochmal schwierig. Und dann sieht man auch, wie das so hin und her schwappt, dass es mal Zeiten gibt, wo das sehr relaxed ist. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo das dann von den Jugendlichen auch eher abgelehnt wird und wo die versuchen, das hinauszuzögern. Und das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Also mit anderen Worten, es ist schwierig, in diese erfüllte Erotik und Sexualität hineinzufinden für einen Jugendlichen, weil das ist ja völliges Neuland. Und da gab es schon immer Versuche von Erwachsenen, das den, vor allem den Jungs zu erleichtern. Also da liest man ja gelegentlich mal davon, dass da so ein Vater seinen Sohn mit ins Bordell genommen hat, damit der weiß, wie es geht. Und heute braucht das kein Vater mehr zu machen. Heute kann man das Internet anschalten und das manchmal schon mit 11 oder 12 Jahren. Und da findet man die entsprechenden Vorlagen und dann wird da fleißig onaniert. Und dabei brennen sich die Bilder, die man gesehen hat, ins Hirn ein. Und zwar nicht in der Form, dass man sich genau an das erinnert, was man da gesehen hat, sondern es ist gewissermaßen die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird. Und die ist ja in den meisten pornografischen Darstellungen so, dass hier zwei Menschen, vor allen Dingen, also Männer, benutzen Frauen wie Objekte. Deshalb ist das auch in erster Linie, glaube ich, im Moment noch ein Männerproblem mit dieser Pornosucht. Ich kenne eigentlich gar keine Frauen, die das auch haben. Aber Männer haben es da eben besonders schwer. Und für sie ist das dann, wenn das nicht im realen Leben gelingt, erstmal ein guter Einstieg, um sich dann eine Art von sexueller Erleichterung zu verschaffen, also einen inkohärenten Zustand kohärenter zu machen. Und dabei brennen sich diese Bilder ein und dieses innere Bild, dass man die Frau unterwerfen muss und dass die so willfährig zu sein hat und dass die alles mit sich zu machen lässt, das sind natürlich furchtbare Bilder. Daran scheitert später jede erotische Beziehung. Das ist gar nicht mehr möglich mit so einem Bild. Die kriegt man aber schwer wieder raus aus dem Kopf, weil sie sich ja mit so einer Heftigkeit eingebrannt haben. Also nochmal, dieser Orgasmus ist tatsächlich wohl das stärkste Erleben von Kohärenz, was wir Menschen kennen. Deshalb ist er ja auch so. Le petit mort, sagen die Franzosen. Ne? Das geht schon sehr tief.
Ja, ich Das hatte ist ja auch. selbstverständlich, dass das auch so tief reingeht. Nebenbei gesagt, ist das wahrscheinlich auch nicht nur der Porno. Der Porno macht es jetzt nur leichter, sondern es ist ja schon immer so gewesen, dass die Jungs oder auch vielleicht die Mädchen, aber darüber kann ich nicht reden, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Aber man braucht ja sozusagen ein Bild vor Augen beim Masturbieren. Also da hat man ja, man stellt sich was vor. Und diese Bilder, die Jungs dann aufrufen oder die sie finden, die sind häufig nicht sehr günstig. Ja, es ist dann tatsächlich so, dass manche, dass die manche so Bilder aufrufen, wo das fast einer Vergewaltigung gleichkommt. Und dann brennt sich diese Vorstellung ins Hirn ein, dass man die Frau sozusagen regelrecht überfallen muss. Dann gibt es diese Vorstellung, dass man eine Frau hat, die so ganz lasziv sich so ausbreitet. Und dann rennt man mit dieser Vorstellung herum, dass die Frauen überall sich so hingeben wollen, so nach dem Motto, sie will es ja. Und dann kommt man auch schnell in den Bereich der Perversitäten. Und das ist dann nochmal ein interessanter Aspekt. Was brennt sich denn im Hirn eines Jungen ein, wenn der die Vorstellung hat, dass er kleine Kinder vögelt? Und was brennt sich im Hirn eines Jungen ein, wenn der da mit Unterwäsche und ähnlichen Dingen geistig hantiert? Also das wäre wirklich interessant und ich finde es sehr traurig, dass die Sexualwissenschaften sich da noch nicht drum gekümmert haben. Es wäre sehr interessant zu schauen, ob die späteren Perversionen, die man vor allen Dingen bei Männern findet, etwas zu tun haben mit den jeweiligen Vorstellungen, die diese Männer hatten, als sie angefangen haben zu onanieren, als Kinder, als Jugendliche. Es könnte sein, dass da die Grundlage gelegt wird für eine völlig falsch orientierte sexuelle Ausrichtung. Und Ja. die Pornos, die machen es jetzt sozusagen noch einfacher. Da braucht man sich schon gar nichts mehr vorzustellen, sondern da kriegt man es ja sozusagen als fertiges Bild geliefert. Einzeln, zu zweit, zu dritt, in allen Varianten. Das ist schon sehr bedenklich. Ja, ich habe auch mitgekriegt, dass also mein Vater hat schon Pornos konsumiert, aber ich habe das nie irgendwie aktiv gesehen oder mitgekriegt oder so. Aber kann das sein, dass Kinder solche Verhalten dann auch übernehmen, unbewusst, obwohl sie das gar nicht direkt Tun wir es mitkriegen gar jetzt? nicht. Da, da, Okay. das, die, da tun wir immer so, als würde sich das automatisch übertragen auf die Kinder. Was die Kinder haben, ist, die haben das gleiche Problem wie der Papa als Junge. Nämlich, dass da irgendwie ein sexuelles Begehren erwacht und dass man nicht weiß, wie man es machen soll. Und da hat in jeder Generation, wird da irgendwas angeboten, um die Vorstellung so ein bisschen zu erleichtern und diese Masturbation da irgendwie über die Bühne zu bringen. Und das waren dann wahrscheinlich, als ihr Vater das noch gemacht hat, oder zumindest bei meinem Vater waren es eben Pornohefte. Und davor weiß ich, da gab es eine Zeit, da gab es Freikörperkultur. Das hat ihnen schon gereicht, wenn die da nackte Leute am Strand gesehen haben. Fotos davon. Ja, das hat sich ein bisschen geändert, ja. Das ändert sich alles ein bisschen und da kann man sich vorstellen, dass das noch nicht so ganz gefährlich ist, wenn man Leuten auf Fotos zuschaut, die also sich da nackt haben abbilden lassen. Da muss ja die Fantasie nicht gleich solche Perversionen entwickeln. Aber wenn man das dann in diesen Pornos so richtig in aller Deutlichkeit vorgeführt kriegt, dass da jede Körperöffnung sich eignet, um da seinen Penis reinzustecken, das ist schon ein bisschen heftig. Ja, definitiv. Da fehlt ja auch dann irgendwie die Würde, ne? Oder die kommt da nicht vor in den Filmen. Nein, das ist völlig würdelos, was die da aufführen. Aber das ist ja nun auch nicht so besonders, weil unsere ganze Gesellschaft ja so eine Gesellschaft ist, wo einer den anderen auf die eine oder andere Weise für seine Zwecke benutzt. Also der Verkäufer benutzt den Kunden, um ihm was anzudrehen. Eltern Das heißt, wir benutzen lernen in der Kinder, Schule um, dann. ja, also so kann man dann, Vorgesetzte benutzen ihre Mitarbeiter, um sich selbst klar zu machen, was sie für eine bedeutende Position haben. Und also, dass Menschen andere Menschen benutzen, ist gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Und das hat ja auch schon immer stattgefunden, dass es
Orte gab, wo Männer eingeladen worden sind, Frauen zu benutzen, Bordelle. Und jetzt muss man nicht mehr ins Bordell gehen, jetzt kann man das zu Hause auf dem Sofa machen, vor dem Smartphone. Ja, auf dem Schulhof auch noch. Ja, auf dem Schulhof wird es wieder eine andere Geschichte. Das sind dann häufig meistens Situationen, wo Kinder, wo auch wieder meistens Jungs anderen diese Filme vorführen. Und da ist es sehr kompliziert, weil man als heranwachsender Junge natürlich auch daran interessiert ist, vor allen Dingen an dem, was etwas Ältere so tun. Also an seinen Eltern kann man sich nicht so richtig orientieren, weil die sind ja so weit weg. Also dass man jetzt sagt, ich möchte wie mein Vater werden, das ist ja, da liegen ja 20 Jahre oder 30 Jahre dazwischen und den hole ich nie auf. Also, aber so ein Schüler, der ein Jahr älter ist, an dem kann ich mich orientieren, weil da kann ich sehen, der kann dann schon Dinge, die ich noch nicht kann, aber die kann ich mir aneignen. Und das führt dann häufig dazu, dass eben so ältere Schüler gewissermaßen zu Anleitern werden für die Masturbationsmaßnahmen. Also die helfen den Jüngeren beim Aufbau dieser Vorstellungswelten, die sie brauchen, um zu masturbieren. Oder heute helfen sie den Jüngeren, indem sie ihnen diese Videos zeigen, die die Jüngeren dann zu Hause selbst aufrufen. Das ist eine Art von Verführung, für die aber diese etwas Älteren und auch nicht so viel können, weil die sind eigentlich auch nur darauf aus, dass sie von den Kleinen bewundert werden. Wahrscheinlich, ja. Aber wenn die Kleinen jetzt einen Kompass haben, um und den richtigen Weg auf den mitkriegen von den Eltern, dass sie wissen, was Würde ist, vielleicht schon, dann können die sich auch dagegen wehren, oder? Oder? Ja, aber das ist ja, also es ist sehr schwer, mit seinem Kind darüber zu reden, was es bedeutet, seine eigene Würde zu wahren. Weil das ist ja, fällt uns ja als Erwachsenen schon schwer. Wenn ich Ihnen jetzt erklären soll, wie Sie Ihre eigene Würde bewahren, dann müsste ich sagen, schauen Sie mal, Ihre eigene Würde, das ist Ihre Subjekthaftigkeit. Das ist die Tatsache, dass Sie sich als Gestalter Ihres eigenen Lebens erleben und Sie möchten nicht, dass ein anderer Ihnen dazwischen pfuscht und Ihnen sagt, was Sie zu tun und zu lassen haben. Dann hätten Sie ein Bewusstsein und Ihre Vorstellung Ihrer eigenen Würde. Sie würden sich anderen nicht als Objekt zur Verfügung stellen und Sie würden sich auch nicht andere suchen, die Sie wie Objekte behandeln können. So, das erklären Sie mal jetzt einem Elfjährigen. Ja. Das ist schwer. Also kann es nur gehen über die Vorbildwirkung der Erwachsenen, dass die Kinder einfach spüren, dass die Eltern da etwas tun, was ihnen selbst gut tut und wo sie auch bereit sind, auf manches nicht zu machen, obwohl es die Mehrheit macht. Und das sind auch nicht so sehr viele Eltern. Deshalb ist es ja immer die Mehrheit, die das macht, was eigentlich uns nicht so gut tut. Also die Umwelt versauen oder eine Beziehungskultur miteinander pflegen, die also völlig ungesund ist. Das sind ja nicht die Minderheiten, das ist ja die Masse. Und ja, bis hoch in die, ja, in die obersten Kreise. Also da ist ja auch oben in der Politik und in den Führungspositionen geht es ja zu, wie im Schweinestall, wo einer, also nein, im Schweinestall geht es da eigentlich noch relativ gesittet zu. Also da wird einfach weggebissen und weggedrückt und mit den Ellenbogen gekämpft und belogen. Und das sind ja furchtbare Zustände. Und woran sollen sich, und die sind aber sehr erfolgreich gewesen. Die haben es dann zu was gebracht. Und woran soll sich jetzt ein junger Mensch orientieren, wenn er solche Vorbilder hat? Schwierig. Also es geht nur übers Vorbild, aber das muss man dann auch sein können. Ja, deswegen. Das muss auch nur heißen, dass man auch so ein Vertrauen haben muss zu seinem Vater. Man geht ja dann normalerweise zu seinem Vater. Wie viele Jungs haben denn noch einen Vater, den sie regelmäßig sehen und zu dem sie so ein Vertrauensverhältnis haben, dass sie mit dem darüber reden können, was sie brauchen, damit sie onanieren können. Ja. Ich weiß nicht, ob müsste ich 100 Jungs fragen, wäre wahrscheinlich höchstens einer dabei, der das kann.
Wahrscheinlich. Schätze ich mal. Ja, ist schwierig heutzutage. Deswegen mache ich auch den Kongress, dass vielleicht junge Leute auf die Idee kommen, sich von dem Pornokonsum zu lösen und sich bewusst zu werden, was wirklich wichtig ist im Leben und das dann auch ihren Kindern mal mitgeben können. Das wäre so mein Traum. Ja, und da ist es, deshalb ist es eigentlich auch nicht nur wichtig, dass man weiß, was es mit einem anrichtet und wie es einem sozusagen das Hirn verwickelt, sondern dass man auch, wenn man jetzt merkt, das ist nicht so gut, dass man auch Wege findet, wie man da wieder rauskommt. Und da haben Sie ja wahrscheinlich selbst oder diejenigen, die da rausgefunden haben, die wissen, wie das gegangen ist. Und ich vermute jetzt mal einfach, wie das am leichtesten geht und Sie können es ja dann bestätigen, wenn es stimmt. Also man müsste wieder Zugang finden zu seinem eigenen authentischen Körpergefühl. Man müsste wieder Zugang finden zu seinen tatsächlichen, wirklichen, lebendigen Bedürfnissen. Also eigentlich braucht es so einen Moment im Leben, wo man wieder in Kontakt kommt mit sich selbst und dann spürt, dass man hier irgendwas macht, was vollkommen daneben ist. Und wenn das tief genug ist, dieses Erleben, also dieser, nennen wir es mal Sternstunde, die da passiert, wenn die tief genug reicht, dann wird man wahrscheinlich sagen, ich mache das nicht mehr. Ich höre jetzt auf, das ist ekelig. Also ich will so einer nicht sein. Und dann kommen wir in den Bereich, wo man dann sagen würde, ich will so würdelos nicht leben. Das vereinbart sich nicht mit dem, was ich eigentlich sein möchte. Und dann ist es eigentlich nicht so riesig schwer, das auch umzusetzen, weil man ja etwas hat, was kohärenzstiftender ist als das weitere Schauen dieser Pornos. Das, was man dann so als Bild von sich hat, was man eigentlich für einer sein möchte, gerät ja jedes Mal in Konflikt, wenn man schon wieder so ein Porno anguckt. Und das geht einem dann dabei nicht mehr gut und dann schaltet man das wahrscheinlich irgendwann ab und bleibt dabei. Und dann wäre es. Also bleibt dann dabei, dass man so einer nicht sein möchte. Aber ich glaube, das reicht noch nicht, weil man müsste dann auch tatsächlich diese lebendige Sexualität und Erotik wiederfinden in der Beziehung zu einer Partnerin oder einem Partner. Und das ist dann eigentlich der schwierigere Schritt. Also, dass man mit den Pornos aufhört, das ist vielleicht noch relativ einfach, aber ich fürchte, dass man das also stabil nur dann kann, wenn man tatsächlich dann auch jemand findet, mit dem man so eine Erotik erleben kann, wie man sie niemals vom Porno und beim Onanieren erleben kann. Und dass das dann so attraktiv ist, dass man dann überhaupt nicht mehr das geringste Bedürfnis hat, das nochmal auf diese, nennen wir es mal, etwas flache Weise abzuarbeiten. Ja, das kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte, ja, ich, an die Zuschauer nochmal. Also, wenn man sich auf den Weg macht, dann findet man auch die Mittel und Wege, um seine wirkliche Sexualität wiederzufinden und auch eine Partnerin zu finden, die einen gut tut und die einem Aber dabei hilft. man muss das wollen, sonst geht es nicht. Und man kann das nur wollen, wenn man etwas hat, was attraktiver ist als Bild, als das, was man jetzt hat. Und ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist das Einzige, was einem da hilft, wirklich die Achtung, die Selbstachtung. Den Wenn Wert man, daran erkennen, den Wert dass des man Lebens sagt, erkennen. ich Ja. möchte so einer nicht sein. Genau. So. Und das kann helfen, dass man daraus findet. Ja. Ja, definitiv. Ja, das war bei mir wirklich auch eine Sternstunde, wie Sie schon sagten, so, als ich das erkannt habe. Ja, dann wäre noch darüber zu reden, wie man solche Sternstunden ermöglicht. Also das gibt ja auch manchmal Sternstunden, die nur so vorbei Sternschnuppen bleiben, weil man sie nicht ergreift. Und deshalb kann es nicht schaden, wenn man einfach noch mal ein bisschen genauer auf seinen eigenen Körper achtet, dass man, das heißt dann immer achtsam mit sich selbst umgeht. Dass man wieder ein Gespür bekommt für das, was wirklich einem im Leben wichtig ist und dass man dann diese tatsächlichen Bedürfnisse, die man hat, auch versucht auf eine andere Weise
zu stillen als durch diese Ersatzbefriedigung vor dem Porno. Und die zwei Bedürfnisse, mit denen wir ja alle schon auf die Welt kommen und die da auch irgendwie gestillt werden müssen, so ähnlich wie Hunger und Durst, ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Mhm. Können Sie sich in so einem Porno als Vorstellung ersatzweise verschaffen? Ja, man kann sich ja vorstellen, dass Sie das sind, der da zu dieser Gemeinschaft dazugehört. Mhm. Und dass das ja alle so machen und dass man deshalb ja einfach auch in dieser Gemeinschaft der Pornogucker gut aufgehoben ist. Mhm. Und das Zweite ist das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit, also nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und ersatzweise kriegen Sie das auch im Porno, weil da werden Ihnen so viele verschiedene Stellungen und Möglichkeiten des Geschlechtsverkehrs vorgeführt, dass Sie dann die Illusion haben, Sie könnten das aussuchen, was Sie haben wollen. Mhm. Und das ist deshalb eigentlich ein Betrug. Also Sie betrügen sich selbst. Und wenn Sie das zulassen wollen, dann kommen Sie nicht aus der Nummer raus. Sie müssten eigentlich vor sich selbst sagen, dass sie das nicht mehr, sie wollen so einer nicht sein. Das ist im Grunde genommen so, als ob man sich als Junkie entschließt, nicht mehr den Stoff zu holen. Ja. Dopamin ist ja auch im Englischen Dope, hängt irgendwie zusammen. Das weiß ich nicht, ob das vom Dopamin kommt, aber die meisten Rauschdrogen setzen an dem Serotonergensystem an oder an dem Dopaminergen. LSD zum Beispiel ist eine Droge, die eher an dem Serotonergensystem ansetzt. Und die sind eher Drogen, die erzeugen so eine heile Welt. Also man verbindet sich mit allem, die Musik verschmilzt mit den Bildern und den Farben und das hat wenig sexuellen Stimulanz. Richtige, die sexuelle Stimulation kriegen Sie mit Amphetamin wahrscheinlich oder mit Ecstasy oder was immer das dann für Sachen sind, aber die greifen dann immer an dem Dopaminergensystem eher an, weil das ja das Antriebs- und Motivationssystem ist, was da in Gang kommt. Das heißt, es verstärkt dieses Bedürfnis. Sie haben eigentlich noch ein ganz schwaches sexuelles Bedürfnis, dann schieben Sie sich so eine Kugel rein und dann wird das auf einmal so stark übersetzt, dass sie die, dass es einfach dann auch unbedingt gestillt werden muss. Mhm. Ja, spannend. Sie sind ja Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung auch. Also mir hat mein Potenzial kann ich erst entfalten, als ich damit aufgehört habe, Pornos zu schauen. Kann das sein, dass das zusammenhängt? Ja, ja. Wir sagen das etwas netter, weil wir haben ja auch mit anderen Menschen zu tun. Das, was dahinter steckt, ist aber immer das Gleiche. Wir alle werden, wenn wir in diese Gesellschaft hineinwachsen, also vom Heranwachsen in diese Gesellschaft der Erwachsenen hineinkommen, dann werden wir ja gezwungen, oder damit wir dort dazugehören dürfen, sind wir bereit, in uns selbst vieles zu unterdrücken. Also da geht viel von unserer ursprünglichen Lebendigkeit, von unserer Entdeckerfreude, Gestaltungslust, auch Sinnlichkeit und Körperlichkeit geht da den Bach runter, nur damit wir dazugehören können und da Abitur mit 1,0 machen können oder was auch immer oder wenigstens die Schule überhaupt da regelmäßig besuchen können. Und wenn man da diesen Impulsen nachgehen würde, die da normalerweise in uns drin sind, würde man das ja keinen Tag aushalten. Also in eine Einrichtung zu gehen, wo einem ständig gesagt wird, was man zu tun und zu lassen hat. Und wo man weiß, dass man sowieso nicht dort dazugehört und wo man nicht mit dem Lehrer verbunden ist. Bestenfalls noch mit ein paar Kumpels. Und unter diesen Bedingungen sind eben Heranwachsende in vielerlei Hinsicht gezwungen, ihre, nennen wir es mal, lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken, damit sie funktionieren können. Und das kann man mit so einem Vorgang, das ist dann im Hirn führt das dazu, dass hemmende Vernetzungen über diese Bedürfnisstrukturen gehen. Nebenbei gesagt, das kann man auch mit der Sexualität machen. Das ist wahrscheinlich das, was vielen Pfarrern und denen gelingt, die da asexuell leben.
das kann man weghemmen, solange bis es auch nicht mehr kommt. Ist ja früher immer mal gesagt worden, wenn man dem Mann nicht Gelegenheit gibt, seine Sexualität auszuleben, da wird er immer verrückter, weil das ist wie so ein Dampfdrucktopf, der also oben immer raus. Nee, nee, wenn man Männern keine Gelegenheit gibt, sexuell aktiv zu sein, verschwindet das. Also das ist eigentlich viel interessanter. Das heißt, wenn man das Bedürfnis nicht stillen kann, dann unterdrückt das Gehirn das von ganz alleine. Und dann ist es halt weg. Und diese Unterdrückung von lebendigen Bedürfnissen können wir ja so, weil da wachsen hemmende Netzwerke oben drüber. Das heißt, es ist wie so ein Kokon, der da eingesponnen wird. Also eigentlich wird das eingewickelt, diese Bereiche im Hirn, in denen diese Bedürfnisse generiert werden, die werden eingewickelt, wir sagen da oft unterdrückt, aber eigentlich ist es ein aktiver Prozess, wo die wirklich weggehemmt werden. Und dann sind sie fort, dann spürt man sie nicht mehr, aber man ist eben verwickelt. Und in diesem verwickelten Zustand kann man kein Potenzial mehr entfalten. Da ist man ja sozusagen ja, wie so ein Schmetterling, der noch im Kokon sitzt, eingesponnen. Und deshalb müssen sie, bevor sie ihre Potenziale entfalten können, müssen sie sich erstmal aus diesen Verwicklungen, in die sie geraten sind und in die meisten von uns, ob sie es wollen oder nicht, beim Heranwachsen zwangsläufig geraten, die müssen sie erstmal aufwickeln, auseinanderwickeln. Das heißt, aus diesen Verwicklungen kommen sie nur raus, indem sie sich entwickeln. Das ist jetzt auch ein schöner neuer Begriff oder eine neue Wortbedeutung für entwickeln. Also sich befreien von den Verwicklungen, in die man beim Heranwachsen automatisch gerät. Und wenn das passiert, dann passiert das Normale, nämlich wenn man nicht mehr verwickelt ist, entfalten sich die Potenziale von alleine. Braucht nichts mehr für zu tun. Also Potenzialentfaltung ist der normale Prozess, der immer stattfinden würde, wenn sie nicht so verwickelt wären. Mhm. Das ist so wie Gänseblümchen und alles andere auf der Wiese. Normalerweise entfaltet sich das, aber wenn sie drüber latschen, entfaltet sich es eben nur noch so, wie es dann notdürftig gerade noch kann. Ja, eigentlich ein natürlicher Prozess. Potenzialentfaltung ist der natürliche Prozess. Die Verwicklung ist etwas, was wir uns in unseren sozialen Strukturen gegenseitig antun. Und da kann man dran, das ließe sich ändern. Aber das würde bedeuten, dass wir die Gesellschaft verändern, in der wir sind, weil eine auf Wettbewerb und Leistung und Steigerung des Konsums und des Wachstums ausgerichtete Gesellschaft, da können sich die Leute nur verwickeln. Ja, also wir können bei uns selbst anfangen. Uns auszuwickeln. Auszuwickeln, genau. Ja, ja. Um dann am Ende noch die ganze Gesellschaft zu verändern. Das muss man gar nicht machen, aber in dem Augenblick, wo man selbst aus diesen Verwicklungen herausfindet, ist man ja in einer anderen Welt angekommen. Stimmt. Also man muss nicht warten, bis das alle machen. Das reicht schon, wenn man das überhaupt selber hinkriegt. Man kann auch dafür noch ein bisschen was einfacher sagen. Man könnte sagen, man müsste versuchen, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und dann würden wir auf den Pornokonsum sagen, das ist nicht liebevoll, was ich da mache. Und dann kann ich versuchen, etwas zu finden, was liebevoller ist. Und wenn ich anfange, liebevoller mit mir selbst umzugehen, dann achte ich auf das, was ich esse. Ich esse nicht Sachen, die mir nicht gut tun. Ich gucke mir auch keine Sachen an, die mir nicht gut tun. Ich verkehre nicht mit Leuten, die mir nicht gut tun. Ja, und dann wird man wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Man fragt sich auch, was einem eigentlich gut tut. Verbindet sich dann wieder mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und dann ist man kein Bedürftiger mehr. Da braucht man auch nicht Pornos oder andere Leute, damit man irgendwie sich stärkt, sondern dann ist man in seiner eigenen Kraft und dann kann man was verschenken. Das ist ein anderes Lebensgefühl. Und da müssen Sie nicht warten, bis alle soweit sind. Das können Sie selber machen und damit verwirklicht sich das, was da immer heißt, sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Also, aber es ist eben so, dass man nicht warten kann, bis das einer für einen macht, sondern da muss man dann selber ran. Oder da wird man nur ran können, wenn man es auch wirklich will. Also mit anderen Worten, man muss nicht selber ran, sondern man müsste versuchen, es selber zu wollen. Und das wird man wohl nur können, wenn man sich fragt, was für ein Mensch man eigentlich sein will, was man eigentlich für ein Mann sein will. Also will ich ein liebevoller, ein liebender Mann sein oder möchte ich einer sein, der
den Unfrieden in die Welt bringt. Möchte ich ein Friedensstifter sein oder ein Hassprediger? Das sind alles Entscheidungen. Und meistens ist es so, wenn man sich da nicht entscheidet, dann landet man auf der Seite der Hassprediger und der Konfliktschnur. Weil das die Mehrheit ist, das machen alle. Also die Loslösung von diesem Pornokonsum ist eine Leistung, die man vollbringen kann. Aber nur, wenn man sich auch aus den Denkmustern löst, mit denen die meisten anderen Menschen unterwegs sind. Man könnte es noch härter formulieren und sagen, das Bordell war früher nur eine Erscheinungsform einer Gesellschaft, die so viele Männer hervorgebracht hat, die das brauchten. Und so ist jetzt die pornografische Darstellung und die Videos, die man sich da im Internet angucken kann, eine Erscheinungsform der gegenwärtigen Gesellschaft, weil es so viele Männer gibt, die so einen Bedarf haben. Bedürftige. Ja. Also, ich finde, das ist ein guter Schlusssatz gewesen. Liebe Zuschauer, lasst uns aus den Denkmustern lösen und unseren eigenen Weg gehen, wieder in unsere Kraft zu kommen. Ja, und was wir hier auch miteinander versucht haben, es ist gut, wenn man jemanden findet, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Es ist wirklich ein schwieriger Weg und man braucht den Austausch mit anderen, damit man in seinem Entschluss gefestigt wird. Weil man muss es selber wollen und wenn sich zwei oder drei Leute vornehmen, da auszusteigen, ist das leichter, als wenn einer alleine versucht, gegen diesen, ja, es ist ja eine Art von Verführung, gegen diese Verführung anzukämpfen. Ja. Also alles Gute. War schön. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe, weil es ist nicht so ganz einfach, über diese Themen zu sprechen. Aber ich glaube, wir haben es einigermaßen rübergebracht. Ja, war super. Ich glaube, die Zuschauer können viel davon mitnehmen. Und ich auch. Super, vielen Dank. Gerne, alles Gute.